Mein Name ist Fidi Baum, ich bin Schulungsleiter bei Futura und ich habe heute zu Gast unseren Chef Andi Kohl. Hi Andi. Hi Fidi. Freut mich. Schön, dass du da bist. Ich möchte heute zum Thema Geld bzw. Verdienst einer Pflegeassistenz mit dir etwas übersprechen und habe mir da ein paar Fragen notiert. Wir wissen ja alle, Geld ist nicht alles, ne? Ist eine schöne Motivation natürlich auch hier bei uns zu arbeiten, aber so der Satz, ein Lächeln allein bezahlt einem natürlich nicht die Miete und den Kühlschrank. Deswegen werden sich sicherlich einige von euch fragen, sag mal, was verdient man denn eigentlich so in dem Berufsfeld, in dem Bereich, in dem wir arbeiten? Okay. Hier bei uns haben wir jetzt nach den Verhandlungen mit den Kassen und dem Senat Entlohnung nach TVL Berlin. Im Einstieg verdienen unsere Assistenten jetzt 12,58 Euro im ersten Jahr und ich glaube, im zweiten Jahr sind es dann 13,83 plus Zuschläge. Wir hier bei Futura bzw. bei Ziemlich Beste Assistenten bieten ja auch eine Basisqualifikation an. Und kannst du dazu vielleicht ganz kurz sagen, welche Voraussetzungen braucht man für diese Basisqualifikation und wie schlägt sich das dann auf das Gehalt nieder? Also in den Verträgen ist festgelegt, dass Quereinsteiger, ungelernte Kräfte, eine Basisqualifikation zu absolvieren haben. Dafür hat man uns ein Zeitfenster von einem Jahr eingeräumt. Und das bedeutet, Quereinsteiger bedeutet, ich brauche keine wirklichen Vorkenntnisse aus dem medizinischen oder pflegerischen Bereich. Wichtig finde ich ist, dass man eine gewisse Empathiefähigkeit hat. Ja. Dass man auf Menschen zugehen kann, auf sie eingehen kann. Und dann ist es natürlich schon wichtig, auch dass pflegerische Grundkenntnisse vermittelt werden. Dafür gibt es diese Basisqualifikation, die wir jetzt selbst initiiert haben und nicht mehr in anderen Häusern machen. Dafür haben wir ja dich als Schulungsleiter. Und das ist, kann ich mir so vorstellen, je länger ich in dem Unternehmen dann auch beschäftigt bin, umso höher würde dann auch irgendwann der Lohn steigen. Genau. Mhm. Es gibt also einmal die Qualifikation und auf der anderen Seite haben wir praktisch die Erfahrungsstufen. Da geht es dann halt darum, wer ist wie lange da und auch da steigt der Lohn. Im Schnitt haben wir momentan eine Betriebszugehörigkeit von 3 Jahren. Das ist aber dem Umstand geschuldet, dass wir letztendlich innerhalb der letzten 3 Jahre auch unseren Mitarbeiterstamm verdoppelt haben. Okay, also da können wir da Zahlen nennen, also weil du gesagt hast verdoppelt, was bedeutet das? Ja. Wie viele Mitarbeiter haben wir jetzt gerade? Wir haben jetzt 160 Mitarbeiter. Das ist. Und ein Großteil muss geschult werden. Andi, dann vielen Dank, dass du heute hier warst. Und für alle, die jetzt Lust bekommen haben, sich eventuell bei uns zu bewerben, ihr findet auf jeden Fall einen Link zu unseren Seiten unter diesem Video. Und wir freuen uns sehr über jeden, der bei uns vielleicht mal vorbeischaut. Ihr könnt euch gerne bei uns bewerben, sowohl natürlich als Basisqualifikant oder eben auch als Assistenznehmer. Wir freuen uns auf euch. Ich würde sagen, bis dahin und merkt euch immer, es ist normal, verschieden zu sein. Tschüss. In der Szene spricht sich das schon um.